literally seeing a whole region shaken with the power of the gospel. Yeah. It's been years and years since we had something like this here. Wow. More than 20 years. We believe the heavens are open over this land and there will never be the same. The church will never be the same. Come, 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 come. This is amazing. Do you stand or do you stick? Hallelujah! She said she doesn't need this stick anymore. Hallelujah, Mama. Okay, now show us how you can walk without a stick. Jesus who died for me on the cross of Calvary has healed me. There is no one else that lets the cripple walk and that opens the blind eyes except Jesus. Jesus. You need Jesus to create in you a new heart, a clean heart that is on fire for Jesus. Keep your lights on and while we're burn no switchcraft barrel, and while you know that you are the shining light of Jesus. You must begin before again. A lot of cases are broken, many lives are saved, many lives are healed. It has been so amazing. Zambia is no longer the same. Gut, ist auch ermutigend, das zu sehen. Und David, bitte komm doch und dir noch ein Wort. Danke vielmals. Danke. Zusammen. Guten Morgen. Halleluja. Wie geht's euch? Ja, seid ihr froh, heute am Pfingstsonntag hier zusammenzukommen? Die Techniker haben meine Jacke geklaut, deswegen entschuldige ich mich, dass ich jetzt im T-Shirt predigen muss. Das war nicht geplant, aber genau. Ja, vielleicht könnt ihr mir ganz kurz helfen. Wie weit darf ich gehen? Sagt einfach kurz Stopp. So? So? Okay, so. Und hier bis hier ist okay? So? Sehr gut. Okay. Ja, das merke ich mir. Das merke ich mir. Doch, das ist gut. Ja, das kriegen wir hin. Das ist okay. Ja, Halleluja. Ich bin so froh, heute Morgen mit euch hier zu sein. Wir hatten schon wirklich eine wunderbare Zeit heute im ersten Gottesdienst. Und ja, ich danke dir so sehr, Pastor Michael, wirklich. Einfach, dass wir heute zusammen Pfingsten feiern dürfen. Halleluja. Gott ist so gut. Ja, ihr habt gerade das Video gesehen. Wir waren gerade vor ein paar Wochen in Sambia, haben dort mit Christus für alle Nationen, also das Werk, das von Reinhard Bonke gegründet wurde vor mehreren Jahren, haben wir dort 11 Großveranstaltungen in 2 Wochen gehabt, also innerhalb von 12 Tagen. Über 55 Nächte von Großveranstaltungen, die mehr oder weniger simultan stattgefunden haben. Und ich kann uns wirklich nur sagen, die Zeit der Ernte steht bevor uns. Die beste Zeit für das Reich Gottes ist jetzt, ist in uns und ist für uns da. Und ich glaube wirklich, dass wir auch in Deutschland etwas Besonderes, Besonderes erleben werden. Vielleicht seht ihr das Video und denkt euch, ja, aber Gott ist, macht irgendwie, und wir alle wissen schon seit Jahrzehnten, und es hat sich bewiesen, und Wissenschaftler haben es bestätigt, dass Gott nur in Afrika Wunder macht, wir wissen nicht warum, und leider nicht in Deutschland, leider nicht in der Schweiz, leider nicht in Baden. Aber ich habe wirklich eine gute Neuigkeit für uns, und ich glaube echt, dass das ein Teil meiner Berufung ist, uns in der westlichen Welt mitzuteilen, dass Jesus derselbe ist.
Und heute Morgen bete ich wirklich, dass das in unsere Herzen eingebrannt wird, dass Jesus wirklich derselbe ist in Sambia, wie in Südafrika, wie in Nigeria, wie in Südamerika, wie in Asien, wie in Deutschland und wie auch in der Schweiz. Halleluja. Und wie auch in Baden in der Schweiz. Und deswegen, ja, wenn ihr das seht, das ist die Nachricht für heute Morgen. Es ist möglich hier und es ist möglich durch dich. Und wir werden gleich darauf eingehen, wie es möglich ist. Wie Pastor Michael schon gesagt hat, wir sind gerade dabei, eine Großevangelisation in Freiburg im Breisgau. Ich weiß, ihr habt auch in Freiburg hier in der Schweiz, aber das ist noch nicht dran, sondern Freiburg im Breisgau. Ihr seid alle herzlich eingeladen, vom 15. bis 18. Juni mit dabei zu sein. Genau, wir werden dort 4 Tage auf einem offenen Feld im Seepark eine Großevangelisation haben, wo wirklich Tausende von Leuten zusammenkommen werden, das Evangelium gepredigt wird, Wunder und Zeichen passieren werden und Gott wirklich sein Reich in diese Welt bringt, in unsere westliche Welt bringt. Und ich will ganz kurz erzählen, was gestern passiert ist. Und zwar saßen wir gestern Abend bei Cherise und Markus im Wohnzimmer und ich hatte noch einen kleinen Mitternachtssnack, ich bin recht spät angekommen. Und auf einmal höre ich oder schaue auf mein Instagram und sehe die Stories von unserem Team in Freiburg und wie sie an 2 verschiedenen Orten Outreaches hatten, das Evangelium gepredigt haben. Und da war ein Mann, wo unser Team seit mehreren Wochen immer wieder und immer wieder und immer wieder begegnet ist. Aber gestern war etwas anders. Und es war richtig krass, das einfach zu sehen, wie die Kraft Gottes auf einmal freigesetzt wurde. Dieser Mann, schon über 50 Jahre alt, also rein vom Video, war in einem Rollstuhl. Und unser Team hat gebetet und der Mann ist aufgestanden aus dem Rollstuhl. Er hatte immer noch ein bisschen Schwierigkeiten zu laufen, aber er hat Schritte gemacht und er ist gelaufen. Und er hat wirklich in diesem Moment erlebt, wie die Kraft Gottes durch seine Füße, durch seinen Rücken gedrungen ist. Und er wirklich da stand und auf einmal bezeugt, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich kann laufen, ich kann laufen, ich kann laufen. Und das ist derselbe Jesus, der es in Afrika tut, der es auch in Freiburg im Breisgau tut und der es auch hier in Baden tun wird. Durch dich und durch mich, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und wisst ihr, wir alle können in gleichermaßen gebraucht werden von Gott. Das Einzige, was er benötigt, ist unser Ja. Und ich hatte es noch auf dem Herzen, einfach etwas mitzuteilen mit euch. Und zwar, und ich hoffe, es ist okay, Pastor Michael. Und zwar, wir stehen noch vor einem echt großen Wunder in Freiburg. Und ich weiß nicht, ich habe einfach vom Heiligen Geist es aufs Herz gehabt, es einfach mit euch mitzuteilen. Vielleicht sitzt hier jemand und du kennst jemanden und Gott möchte diesen jemanden oder dich übernatürlich dazu benutzen, ein Wunder zu vollbringen. Und zwar brauchen wir noch über 80.000 für die Großevangelisation, die in 2,5 Wochen stattfindet. Und ich will es einfach mal reinwerfen. Ihr könnt gerne zu Pastor Michael kommen und sagen, hey, ich kenne da jemanden, der CEO der Bank in der Schweiz, der hätte echt Lust, da seinen Zehntel reinzugeben. Genau, könnt ihr gerne euch an Pastor Michael wenden. Ich hoffe, es war okay. Ich hatte es einfach vom Heiligen Geist auf dem Herzen, es einfach mal freizusetzen. Genau, aber wir werden jetzt gleich ins Wort Gottes gehen und ich glaube wirklich, dass Gott jeden Einzelnen von uns benutzen möchte. Ah, wir haben heute Pfingsten, wusstet ihr das? Ja? 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 Okay. Pfingsten ist wirklich ein besonderes Fest. Es ist die Geburtsstätte der Gemeinde. Okay? Ein Prediger in den USA hat mal gesagt, und das ist echt erschreckend. Er meinte, wenn der Heilige Geist von unserer Gemeinde gehen würde, würden wir den Unterschied in unseren Gottesdiensten nicht merken.
Und ich weiß nicht, aus welcher Herzenshaltung er das gesagt hat, aber als ich das gehört habe, dachte ich mir, wow. Wie konnten wir als der Leib Christi an einen Punkt kommen, dass wir im Endeffekt damit ausdrücken, es macht keinen Unterschied, ob der Heilige Geist in unseren Gottesdiensten ist oder nicht. Der Gottesdienst wird genau gleich sein. Was das bedeutet, ist im Endeffekt alles, was wir machen oder was er damit ausgedrückt hat, alles, was sie in der Gemeinde machen, ist eigentlich zu 100% menschlich und hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun. Und das ist echt eine gefährliche Arroganz, wo ich echt mir gedacht habe, wow Gott, hilf uns in der westlichen Welt. Wirklich öffne unsere Augen, zu sehen, was für ein Zustand wir uns eigentlich befinden. Und dass wir wirklich übernatürlichen Durchbruch von ihm brauchen. Und wenn ich eine Sache in den letzten Jahren gelernt habe, wo ich jetzt auch mit Christus für alle Nationen in Afrika seit ein paar Jahren unterwegs bin und auch all die Arbeit, die wir dort machen und die wir hier machen, wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es genau das. Wir brauchen den Heiligen Geist wie niemals zuvor. Und wir brauchen ihn so sehr, dass wir wirklich, dass wir eine Realisierung in unserem Herzen brauchen, wo wir erkennen, dass unsere Small Group, unsere Kleingruppe, unsere Outreaches, unsere Sonntagmorgen-Gottesdienste, unsere Mittwochabend-Gottesdienste, unsere Leitertreffen, egal was es ist, wir brauchen den Heiligen Geist präsent. Und wisst ihr, früher dachte ich immer, okay, wie schaffen wir es, dem Heiligen Geist so Raum zu geben, dass er wirklich etwas machen kann? Müssen wir noch mehr beten? Müssen wir noch mehr das tun? Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Und wobei all diese Dinge gut sind, ich glaube wirklich, wir als Kirchen müssen mehr beten. Wir brauchen mehr Gebetsstunden. Wir brauchen mehr Gebetsmarathons. Das sind alles Sachen, die wir brauchen. Aber im Endeffekt fängt es in unserem Herzen an, dass wir eine Realisierung und einen Hunger in unserem Herzen entwickeln. Wo wir wirklich sagen, okay, wir brauchen ihn so sehr, dass es keinen anderen Weg gibt. Entweder er taucht auf oder wir schmeißen das Christentum hin. So radikal zu werden. Okay, und das ist wirklich heilige Verzweiflung. Die Bibel spricht von Hunger. Ja, der Kerl, Psalm 23. Ja, der kennt das Gebet von David. Ausschreit, meine Seele lechzt nach dir. Was bedeutet das? Ein Hunger und ein Verlangen und eine heilige Verzweiflung, die das Herz durchdringt, wo wir sagen, wie Mose, wir können keinen weiteren Schritt gehen ohne die Gegenwart Gottes, ohne Gott in uns, durch uns. Und wir brauchen ihn so sehr. Und mit dieser Realisierung passiert etwas. Ich habe wirklich gemerkt und gelernt, der Heilige Geist, er liebt es, wenn wir hungrig und verzweifelt nach ihm sind. Und wenn wir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich in meiner Familie. Ich brauche dich in meiner Arbeit. Ich brauche dich, wenn ich shoppen gehe. Ich brauche dich, wenn ich Lebensmittel einkaufe. Ich brauche dich, wenn ich morgens aufstehe und von meinem Bett zur Kaffeemaschine laufe. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Und Gott, und das ist das Besondere im Reich Gottes, es gibt keine Formeln, sondern Gott schaut auf das Herz. Und er schaut auf ein Herz, das sagt, ich bin hungrig nach dir. Und ich will mit uns in ein paar Bibelstellen gehen und ich bete wirklich, dass diese Bibelstellen heute zu uns sprechen werden. Und zwar ist heute meine Hauptbibelstelle, ich konnte die leider im ersten Gottesdienst, bin ich nicht dazu gekommen. Aber ich habe ein paar Hauptbibelstellen, aber die zwei Bibelstellen, wo ich wirklich tief darauf eingehen möchte, ist einmal Matthäus 10, was auch in der Serie ist, in der ihr euch gerade befindet, und gleichzeitig auch Esther 4. Und zwar die Geschichte von Esther
Ihr alle kennt die Geschichte von Esther. Esther, eine Frau, Jüdin, die auf einmal zu der Zeit, in der sie lebte, zur Königin erwählt wurde und wirklich in den Königspalast gekommen ist. Also wirklich vom Tellerwäscher zum Millionär. Jemand, der komplett eigentlich in der untersten Gesellschaftsschicht war, aber durch die Gunst des Herrn in eine Position gebracht wurde, die wirklich die höchste Position in dem Reich war zu der Zeit. Und Mordecai, ihr geistlicher Vater, einfach sehr, sehr, sehr enger Freund auch, hat zu ihr etwas gesagt. Und zwar lesen wir ab Vers 11. Esther 4, ab Vers 11. Alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, es sei Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin nun seit 30 Tagen nicht gerufen worden, dass ich zum König hineingehen sollte. Als nun Esthers Worte dem Mordecai mitgeteilt wurden, da ließ Mordecai der Esther antworten. Okay, und wir lesen gleich weiter. Und Nummer 13 ist der Hauptvers, über den wir heute reden werden. Esther kam in das Reich und sie war die Königin. Okay, also Queen. Sie war wirklich eine der höchsten Persönlichkeiten in dem Reich, in dem sie sich befanden. Und es wurde ein Erlass gegeben, dass alle Juden getötet werden sollen. Und Mordecai schickt eine Nachricht zu Esther und sagt ihr, hey, du musst in den königlichen Palast gehen, um dort für dein Volk, du bist Jüdin, für das Volk Israel einzustehen. Und wirklich um einzustehen, damit das Volk Israel nicht gemordet wird. Und sie probiert eine Ausrede zu finden und sagt, aber ich werde damit mein Leben aufs Spiel stellen. Ich kann nicht reingehen, weil jeder, der zum König reingeht, der nicht gerufen wurde, muss nach dem Gesetz sterben. Außer der König streckt der Person den goldenen Zepter entgegen. Und sie sagt, ich bin seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden. Ich kann da nicht reingehen. Und dann hören wir genau das, was Mordecai zu Esther sagt. Da ließ Mordecai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordecai antworten, so geh hin und versammel alle Juden, die in Susan anwesend sind und fastet für mich 3 Tage lang bei Tag und Nacht. Esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, obgleich es nicht nach dem Gesetz ist. Komme ich um, so komme ich um. Und Mordecai ging hin und machte alles genauso, wie Esther es ihm geboten hatte. Durch das Wort Gottes, das durch Mordecai zu Esther kam, wurden auf einmal alle Ausreden komplett entlarvt und entwaffnet. Und sie steht da und sagt, komme ich um, so komme ich um, aber ich gehe zum König. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei uns aus? Wir reden hier, wie Mordecai sagt, kann es sein? Glaub nicht, dass du entkommen wirst. Glaub nicht, dass du entkommen wirst. Glaub nicht, dass du entkommen wirst. Sondern wenn du nicht gehen wirst, dann wird Rettung aus einer anderen Richtung kommen. Du aber und dein Haus werde zugrunde gehen.
Das ist ein krasses Wort. Wenn wir das auf uns übertragen, wie kann das aussehen für unser heutiges christliches Leben? Ihr könnt euch vorstellen, das Reich Gottes ist wie ein Zug. Ein Zug, der mit keine Ahnung wie vielen Tonnen und einer Geschwindigkeit durch das Land zieht. Und Gott sagt uns eine Sache. Er sagt, wisst ihr was? Mein Reich wird vorangehen. Rettung wird kommen. Ausrufezeichen, Punkt. Entweder du springst auf den Zug oder geh aus dem Weg, weil sonst wird der Zug über dich drüber rollen. Und ich glaube, wir müssen es manchmal in unseren deutschen, schweizerischen, österreichischen, deutschsprachigen, westlichen Gemeinden hören. Weil oftmals, das verstehen wir in Deutschland nicht, dass das Reich Gottes keine Demokratie ist. Wir wollen immer so sehr, und ich verstehe, dass Gemeindestrukturen existieren müssen. Und trotzdem ist es wichtig für uns zu verstehen, dass das Reich Gottes keine Demokratie ist, sondern ein Königreich. Und es gibt einen König, wo wir alle uns dem gegen, also unterordnen müssen. Sonst ist es kein Königreich mehr. Wie heißt es so schön? Keine Menge der Arbeit für das Königreich kann gut machen, wenn der König neglect of the king, wenn der König vernachlässigt wird. Sehr gut, danke schön. Tut mir leid, ich bin manchmal in meinem Englischen drin. Kein amount of work, keine Anzahl der Arbeit, keine Menge der Arbeit kann wieder gut machen, wenn der König vernachlässigt oder sogar abgewiesen wird. Und das fängt in unserem Herzen an, wo wir sagen, Jesus, du bist der König und wir ordnen dich dir unter. Und was sagt Mordecai hier? Und ich setze mich einfach mal in die Rolle von Mordecai heute Morgen, okay? Denke nicht in deinem Herzen, Baden, dass du vor allen Christen entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Dass du vor allen anderen entkommen würdest. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird Rettung für Baden von einer anderen Seite her kommen. Befreiung und Rettung für die Juden. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie diese ins Königtum gekommen bist. Gott hat uns errettet für einen Grund. Und wir lesen Matthäus 10, wie, ich weiß, ihr habt gerade diese Serie und ich glaube, es ist eine so tiefe Serie. Ich könnte wahrscheinlich eine halbe Stunde darüber reden, werde ich aber nicht machen. Wo Gott selber durch Jesus, der Gott ist, sagt, geht, predigt das Evangelium. Er sagt, predigt das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Und indem das Reich Gottes zu euch gekommen ist, manifestiert sich das Reich Gottes so. Heilt die Kranken, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst gebt es weiter. Römer 1, 14 und 15 sagt Paulus, das ist so krass. Paulus sagt hier, ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Daniel Kolender hat es mal richtig schön ausgedrückt. Er meinte, wir sind Schuldiger dieser verlorenen und zerbrochenen Welt. Wir sind nicht Schuldiger Jesus. Wir sind nicht Schuldiger dem Evangelium. Wir sind nicht Schuldiger der Gemeinde. Und Paulus könnte das alles sagen, weil er hätte komplett Recht dazu, zu sagen, hey, ich habe die Gemeinde verfolgt und ich bin ein Schuldiger der Gemeinde Gottes gegenüber. Deswegen predige ich das Evangelium. Nein, er sagt,
ich bin ein Schuldiger gegenüber den Barbaren. Ich bin ein Schuldiger gegenüber den Griechen und den Barbaren. Was dafür steht gegenüber den Heiden. Errettung war nur für die Juden. Und jetzt kommt Paulus und sagt, ich bin ein Schuldiger. Ich bin der Apostel für die Heiden. Und er sagt, ich bin ein Schuldiger. Ich schuldige den Heiden das Evangelium. Und ich will uns ein schönes Bild dafür geben. Wenn ich eine Flasche Wasser nehme und ich gebe sie Pastor Michael und ich sage, Pastor Michael, nach diesem Gottesdienst gib diese Flasche Wasser zu Markus. Dann ist Pastor Michael ein Schuldiger gegenüber Markus. Er ist nicht ein Schuldiger gegenüber mir. Aber er hat eine Verantwortung damit bekommen, dass ich ihm die Flasche Wasser gegeben habe und habe gesagt, diese Flasche Wasser ist für Markus. Genauso, ich brauche das Wasser, genauso hat Jesus uns das Evangelium gegeben. Umsonst haben wir empfangen. Umsonst gibt es weiter. Wir haben das Evangelium bekommen, nicht einfach nur, damit wir es für uns behalten können und damit wir schön unsere Small Groups feiern können und damit wir schön unsere Sonntagmorgen-Gottesdienste feiern können und damit wir schön zusammenkommen können und ein christlicher Selbsthilfeclub werden können. Tut mir leid. Okay, ich bin jetzt mal ganz transparent. Ist das okay? Ich hätte uns warnen sollen. Letzten Gottesdienst habe ich davor gewarnt. Da ist ein bisschen leichter, das alles zu verdauen, als wenn es jetzt einfach so kommt. Genau, meine Aufgabe ist es, im Leib Christi ein bisschen Unruhe zu stiften, okay? Das ist so meine Job Description. Deswegen gibt es Evangelisten und es gibt Pastoren. Pastor Michael, kannst die ganze Woche wieder ausbaden, was ich hier heute anrichte. Wir sind dazu berufen, es nicht für uns zu behalten. Und das ist so wichtig, es zu verstehen. Ein Freund von mir als Pastor in Portugal hat mal gesagt, überall, wo du keine Evangelisation hast, hast du Kannibalisation. Und das ist das, was wir in unseren westlichen Kirchen so viel erleben. Gemeindespaltungen, Streite, es werden 5 Mitgliederversammlungen einberufen für die Farbe des Vorhangs, es werden Mitgliederversammlungen einberufen für die Art und Weise, wie Stühle in den Kirchen, in den Gottesdiensten aufgebaut werden. Es werden all diese Sachen diskutiert und diskutiert und diskutiert und sorry, aber wir Deutschsprachigen sind irgendwie die Chiefs darin. Weil jeder seine Meinung hat und jeder muss sie durchsetzen. Oh, so schön, dass wir ein gutes Beispiel haben in der Apostelgeschichte, wie der Leib Christi wirklich aussah. Als Jesus durch den Heiligen Geist die Gemeinde Gottes geboren hat. Weil auf einmal wurde ein mächtiger Wind ist vom Himmel gekommen und hat so ein Chaos gebracht. So ein Chaos, dass keinen mehr interessiert hat, was für ein Vorhang es war. Dass keinen mehr interessiert hat, was für Kuchen, ob es jetzt heute Zitronenkuchen oder Erdbeerkuchen gibt. Keinen hat es mehr interessiert. Und der Leib Christi wurde auf einmal von einer Selbsthilfegruppe in einen wirklichen, lebendigen Kriegerleib ausgerichtet, der gesagt hat, Jesus hat gesagt, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde bauen werde. Und die Pforten der Hölle werden nicht widerstehen. Das ist das, wozu uns Gott berufen hat. Wir sind Krieger in einer Armee. Und wisst ihr, oftmals, ich bin ehrlich, ich habe selber die Stelle immer so gesehen. Ah ja, wenn die Pforten der Hölle auf mich zukommen und Angriffe auf mich zukommen, dann werden wir widerstehen. Wir werden als die Gemeinde Gottes nicht untergehen. Die Gemeinde Gottes wird stehen bleiben und jeder Sturm und jeder Angriff des Teufels, wir werden stehen bleiben, wir werden stehen bleiben, wie ein schönes deutsch oder schweizerisch gebautes Haus auf Backsteinen und mit einem tiefen Fundament und egal was für ein Hurricane kommt,
In Amerika fliegen alle Häuser weg, in Deutschland, wir werden stehen bleiben. Wir werden stehen bleiben, der Sturm kann uns nichts anhaben. Und dann auf einmal schauen wir in die Bibel und wir sehen, es ist von Pforten die Rede. Pforten bewegen sich nicht, oder? Was heißt das? Das heißt, es geht nicht darum, wenn der Teufel uns angreift, dann werden wir nicht untergehen, sondern was es bedeutet ist, wenn wir als der Leib Christi durch die Kraft des Heiligen Geistes, hör ganz genau zu, wenn wir zu den Pforten der Hölle gehen, werden sie nicht widerstehen können. Amen. Das ist die Kraft, die Gott durch uns freisetzen möchte. Und das ist der Grund, warum der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist. Damit wir ausgerüstet werden zu Kriegern Gottes. Mit der Kraft des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 1,8. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen, um meine Zeugen zu sein in Jerusalem. Ich glaube, wir müssen die Stelle mal lesen. Es kommt mir nicht so vor, als würden wir die Stelle kennen. Okay. Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Wo? In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der ganzen Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Oh, Heiliger Geist, hilf uns, das zu verstehen. Wenn der Heilige Geist auf uns herabkommt, werden wir ausgerüstet werden mit der Kraft Gottes in uns und durch uns. Nicht für uns, sondern für eine verlorene Welt. Für eine Welt, die uns braucht. Wusstest du, dass Baden dich braucht? Wusstest du, dass Baden dich braucht? Wusstest du, dass die Kassiererin im Coop dich braucht? Wusstest du, dass der Tankwärter dich braucht? Wusstest du, dass wir ohne Jesus verloren sind und dass wir durch die Kraft des Heiligen Geistes die Möglichkeit haben, das Evangelium in Leben zu bringen? Und wusstest du, dass wenn das Evangelium durch deinen Mund fließt, Ketten zerbrechen werden? Punkt. Egal, was du für einen Tag hast, weil es nichts mit dir zu tun hat, sondern was mit seiner Kraft zu tun hat und was mit der Kraft des Evangeliums zu tun hat. Römer 1, 16. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst die Juden und dann die Griechen. Und er ist heute hier und er wartet nur darauf, bis wir sagen, Jesus, ich brauche deine Kraft. Benutze mich, gebrauche mich. Wusstest du, dass er dich ausrüsten möchte, damit überall, wo wir hingehen, wir die Pforten der Hölle einreißen können? Und dass es kein Fragezeichen ist, ob sie einreißen werden oder nicht, sondern wenn wir wirklich verstehen, dass Jesus der Name über allen Namen ist und es keinen anderen Namen gibt, der über dem Namen Jesus steht, dass es keinen anderen Namen gibt, der jemals widerstehen wird dem Namen Jesus. Was würde passieren, wenn wir mit so einem Glauben durch die Welt laufen und sagen, überall wo ich hinkomme, ich habe das Sagen, weil der König der Könige und das Reich Gottes in mir ist. Davon redet Jesus, oder? Die Hauptmessages, die Hauptnachrichten, von denen Jesus redet, ist, dass er sagt, das Reich Gottes, das Reich Gottes, das Reich Gottes in dir, das Reich Gottes durch dich, das Reich Gottes um dich, überall, wo du hingehst, das Reich Gottes, das Reich Gottes, das Reich Gottes. Aber es gibt kein Reich Gottes ohne den König. Das Königreich wird dann etabliert, wenn der König auf seinem wirklichen Ort ist, auf dem Thron. Und wir können das in Glauben und nicht nur im theoretischen Glauben. Wenn ich von Glaube rede, rede ich von aktivem, demonstriertem Glauben durch Kraft. Wir können es durch Glauben manifestieren hier auf dieser Erde. Das ist überall, wo wir hingehen. Wir sagen, ich bin ein Botschafter. Und wenn ich ein Botschafter bin, dann muss jedes andere Reich
muss sich beugen. Punkt. Was bedeutet das? Wie kann das bei dir und bei mir aussehen? Überall, wo wir sind, wir laufen und wir wissen, jede Krankheit muss sich beugen. Werden wir verstehen, warum manche geheilt werden, manche nicht? Muss ich nicht. It's not my business. Jesus macht es. Was aber uns in unserem Herzen verankert sein muss, ist, dass keine Krankheit Anrecht hat. Punkt. Ich hoffe, es ist okay, dass ich, mir wurde gesagt, der zweite Gottesdienst ist ein bisschen lockerer, das heißt, wir können ein bisschen tiefer gehen. Ich hoffe, es ist okay, ich werde ein bisschen über die Zeit gehen. Ich will noch ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich glaube, das Bild ist einfach wirklich richtig, richtig wichtig. Und zwar der 19. Juni, Freedom Day, Tag der Freiheit. Viele von euch haben wahrscheinlich noch nicht von dem Tag gehört. Es ist der Tag, wo die Emanzipationserklärung im letzten Staat von Texas in Kraft getreten ist. Ich werde es ein bisschen ausholen. Und zwar die Emanzipationserklärung wurde 1863 von Abraham Lincoln im amerikanischen Gesetz verankert. Und was dort verankert wurde, ist zusammengefasst, dass jeder Sklave in den USA vom 1. Januar 1863 komplett frei ist. Punkt. Ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion. Jeder Sklavenbesitzer, jeder Sklavenmeister muss seine Sklaven freisetzen. Und trotzdem hat es 2,5 Jahre gebraucht, bis diese Emanzipationserklärung im letzten Staat in Texas in Kraft getreten ist. Stellt euch das vor, für 2,5 Jahre Sklaven unter Peitschen. 2,5 Jahre, obwohl sie gesetzlich frei waren, waren sie immer noch in Gefangenschaft. Es hat sich nichts geändert. Obwohl es passiert ist. 1865, am 19. Juni, kam General Gordon Granger. Und er kam nach Texas. Und er stellte sich auf den Hauptplatz in Galveston. Und er proklamierte, er stellte sich auf den Hauptplatz mit einer Armee von Hunderten um ihn. Und er proklamierte, und durch diese Proklamation wurden 250.000 Sklaven freigesetzt. Er stand auf den Hauptplatz und er nahm das Skript. Und er meinte, im Namen vom Präsidenten der Vereinigten Staaten ist seit dem 1. Januar 1863 die Freiheit für alle Sklaven in den USA eingetreten. Und von heute an, dem 19. Juni 1865, wurde diese Freiheit ein für alle Mal in dem kompletten Vereinigten Staaten freigesetzt und wirklich in Kraft getreten. Enforced. Für alle von euch, die Englisch verstehen, ihr wisst, was ich damit meine. Es ist wirklich, es wird in Kraft getreten. Es wird enforced. Es wird von jetzt an wirklich manifestiert durch Kraft. Was bedeutet das? Wenn ein Sklaventreiber, und ihr könnt euch vorstellen, für viele bedeutet das, unser ganzes Business ist auf einmal kaputt. Wir hatten hunderte Sklaven, die alle unsere Arbeit gemacht haben und auf einmal diese Sklaven sind frei. Ihr könnt euch vorstellen, wie es viele Sklaventreiber so böse wurden deswegen. Und genau deswegen ist Gordon Granger nicht alleine mit seiner Schwiegermutter angereist. Obwohl wahrscheinlich eine Schwiegermutter sogar manchmal stärker ist als 500 Soldaten. Aber er ist mit einer Armee angereist, mit Waffen.
Und er stand auf den Hauptplatz und hat gesagt, seht ihr das? Jedem, den es nicht passt, kommt ruhig. Es wurde enforced, es wurde mit Kraft etabliert. Genau das Gleiche ist auch vor 2000 Jahren passiert, als Jesus an diesem Kreuz hing. Halleluja. Als Jesus an diesem Kreuz hing und sein Blut vergossen hat und gestorben ist und auferstanden ist und wo er ein für alle Mal für die ganze Welt, für jeden Menschen und damit zerstöre ich all die hirnsinnigen kalvinistischen Lehren, dass ein paar dazu ausgewählt sind und andere nicht, Schwachsinn für die ganze Menschheit. Wurde Jesus sein Blut vergossen. Für die ganze Menschheit. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen. Nach dem Recht von dem Blut von Jesus hat kein Mensch das legale Recht, in die Hölle zu gehen. Und trotzdem sind Milliarden auf dem Weg dorthin. Nur weil Abraham Lincoln 1863 die Emanzipationserklärung festgesetzt hat, hat es 2,5 Jahre gedauert, bis der letzte Staat wirklich diese Emanzipationserklärung, wo sie in Kraft getreten ist. Genau das Gleiche ist auch mit uns heute. Vor 2000 Jahren ist es am Kreuz passiert. Und bis heute noch gibt es Bereiche hier in Baden, wo die Emanzipationserklärung des Kreuzes, das Evangelium, noch nicht in Kraft getreten ist. Und wo er uns einlädt, dich und mich. Und ich weiß, ich fordere viele von uns heute heraus, aber das ist mein Gebet heute, dass wir wirklich gebrandmarkt werden vom Heiligen Geist, dass wir diesen Ort nicht verlassen können als normale Christen. Nach westlicher Definition, sondern dass wir diesen Ort verlassen als normale Christen nach biblischer Definition. Und er lädt uns dazu ein und er sagt, ich möchte dich dazu gebrauchen, ein Botschafter zu sein, überall wo du hingehst, dass du diese Brillen des Evangeliums aufhast, dass du sagst, ich habe die Kraft, Ketten zu zerbrechen. Gordon Granger hatte keine andere Aufgabe, als einfach nur zu sagen, so ist es nach dem Gesetz. Und du musst dich dafür beugen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Überall, wo wir hingehen, überall, wo Depression und Angstzustände und innere Leere und all diese sozialen Probleme, die wir haben, Gewalt, all die Sünden, die unsere Gesellschaft zerstören, all die Ketten, die um unsere Herzen gefangen sind, all die Gefängnisse, in denen unsere Mitmenschen und Mitarbeiter und uns Selbstverwirklichung und all diese Dinge, die uns gefangen nehmen, wo Jesus uns einlädt und sagt, hey, hey, komm zu mir und du wirst frei. Frei, 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 frei. Es wurde festgelegt. Durch das Blut von Jesus, eingraviert durch das Blut von Jesus, eingemeißelt durch das Blut von Jesus. Und er lädt uns ein, dich und mich, dass wir gehen und das proklamieren. Und glaub mir, das ist das Krasse, wenn du das verstehst und wenn wir wirklich das im Glauben ergreifen. Oh, wenn du verstehst, dass es nicht durch deine eigene Kraft ist. Du kannst selber aus dir gar nichts. Du kannst keinen heilen, du kannst keinen freisetzen. Eigentlich sind wir alle, und ich zähle mich zu, die größten Pfeifen. Okay? Aber, oh, danke Jesus für den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde, der in uns die Kraft Gottes ist, die durch uns wirken will. Und auf einmal wird aus den größten Pfeifen mich inbegriffen, das ist keine Beleidigung, okay? Mit aus den größten Pfeifen wird auf einmal ein Botschafter, ein Krieger im Reich Gottes, der sagt, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, aber durch meinen Geist, sagt der Herr. Wo wir gehen können, in einer Freiheit, weil es auf einmal nicht mehr von dir abhängt, sondern du kannst einfach in der Freiheit des Geistes laufen und sagen, weißt du was? Krankheit, komm.
Ich muss nicht mehr Pastor Michael anrufen und sagen, hier, könntest du für die Person beten? Ich habe den gleichen Heiligen Geist in mir. Und ich gehe und ich bete und ich erwarte Heilung. Ich gehe und ich bete und ich erwarte, wie die Kette der Depression zerbricht. Was würde passieren, wenn wir mit so einem Glauben rangehen würden? Wenn wir wirklich sagen, hey, es ist passiert. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Okay? Weil die Bibel spricht von nichts anderem. Lies mal Jesaja 53. Nichts anderem. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist passiert. Am Kreuz. Durch sein Blut wurden wir freigemacht. 1. Petrus. Von dem sinn- und ziellosen Leben. Hör ganz genau zu. Von dem sinn- und ziellosen Leben, das uns von unseren Vorfahren übermittelt wurde. Wir wurden freigemacht. Und wir haben die Möglichkeit, diese Freiheit, nicht nur die Möglichkeit, sondern wir sind Schuldner, diese Wasserflasche des Evangeliums unserer verlorenen und zerbrochenen Gesellschaft weiterzugeben. Wäre es nicht egoistisch, wenn ihr alle am Verdursten seid und ich stehe hier vorne und ich sage, ich werde es euch nicht aufdrängen, aber schmeckt gut. Und überlegt mir, ihr habt seit 2,5 Tagen nichts getrunken, seid am Verdursten und ihr sagt, weh, und du willst es nicht mal mit uns teilen? Nee, ich will es euch nicht aufdrängen, ne? Aber ich genieße es. Ich genieße es jeden Sonntag, jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Morgen, wenn ich aufstehe. Ich genieße es. Und ja, Jesus lädt uns dazu ein. Wir müssen es genießen. Wir brauchen ihn so sehr. Wir müssen gefüllt werden von ihm. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Aber es braucht auch eine Transformation, die in unserem Herzen stattfindet, dass diese dämonische Gleichgültigkeit, die in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich durch die Gemeinden geht, dass sie sagen, ich bin ja eigentlich recht zufrieden mit so, wie es halt ist. Ne? Ich bin ja eigentlich zufrieden. Oh Jesus, was bist du zufrieden? Dass deine ganze Nachbarschaft in die Hölle geht? Dass ganz Baden in die Hölle geht? Dass die ganze Schweiz auf dem Weg zur Hölle ist? Damit bist du zufrieden? Ich nicht. Aber was kann passieren, wenn ein Leib aufsteht und sagt... Ich nehme diese Realität der Emanzipationserklärung, die 2000 Jahre zuvor freigesetzt wurde, und ich sehe, jedes Haus in Baden ist schon geschrieben im Blut von Jesus. Er rettet, er rettet, er rettet. Es wurde festgesetzt, es wurde festgesetzt. Und Jesus wartet auf die Aktivierung seines Leibes, dass wir gehen. Und auf einmal, ich habe es im ersten Gottesdienst so beschrieben, auf einmal wird Sonntagmorgen nicht mehr einfach nur ein Selbsthilfeklub für Christen, sondern auf einmal kommen wir Sonntagmorgen, wir kommen zusammen wie von einem Fußballfeld, wie es hätten wir die ganze Woche Fußball gespielt, im Geistlichen gesprochen, und wir kommen zusammen, wir ermutigen einander, wir teilen Zeugnisse, wir erleben die Kraft des Heiligen Geistes, wir werden erneut ermutigt. Und dann sagt unser Coach Jesus zu jedem Einzelnen von uns, und jetzt geht's wieder in eine neue Woche, in eine neue Möglichkeit, das Reich Gottes überall hinzubringen, wo wir hingehen. Und die Werke der Finsternis mit unserem Fulltime-Job zu zerstören. Wie könnte das aussehen? Wie würde Baden transformiert werden? Und ich weiß, ich trete vielen heute zu nah, weil du fragst dich vielleicht gerade, was habe ich die letzten 30 Jahre als Christ gemacht? Es ist nicht zu spät, zu Jesus zu kommen und zu sagen, Jesus, ich brauche den Heiligen Geist. Mehr als je zuvor. Ich dachte, ich brauche ihn als 20-Jähriger. Als 60-Jähriger brauche ich ihn noch viel mehr, weil ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen kann. Und das ist die gute Nachricht. Als die Apostel am Tag des Pfingsten zusammen waren, die größten Pfeifen, die jemals durch die Erde gelaufen sind, Verräter, Zweifler, also alle Schwächen, die man nur aufzählen kann, hatten sie alle und viele sogar in einer Person. Also wirklich alles, 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 alles. Weil Jesus gesagt hat, ich möchte
mich verherrlichen durch zerbrechliche Gefäße. Und das ist die gute Nachricht für uns heute. Jesus ist heute hier. Und er sagt, ich liebe Baden so sehr, ich liebe dich so sehr, dass ich wirklich eine Veränderung bringen möchte. Und es fängt mit dir und mir heute Morgen an, indem wir zu Jesus kommen und sagen, fülle uns erneut mit einer Frische des Heiligen Geistes. Und vielleicht hast du vor 30 Jahren die Taufe im Heiligen Geist erlebt, preis dem Herrn, aber du brauchst jeden Tag eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist. Du brauchst jeden Sonntag eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist. Du brauchst jeden Mittwoch eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist. Jeden Tag hat er etwas Neues für uns vorbereitet. Und es ist up to us, ob wir das ergreifen und sagen, Jesus, ich nehme es. Ob wir wie Esther sind. Komme ich um, so komme ich um. Schmeißen Sie mich vom Korb raus, so schmeißen Sie mich vom Korb raus. Verliere ich meinen Job, so verliere ich meinen Job. Das ist krass, ich weiß. Weil du denkst dir, okay, aber was ist mit meinem Kredit von 500.000 Schweizer Franken, den ich noch habe? Das ist vielleicht leicht gesprochen, verliere ich meinen Job, verliere ich meinen Job. Wie wäre es, wenn wir Gott vertrauen? Dass er, wenn wir für ihn einstehen, wenn wir für ihn einstehen, dass er mit einer Armee hinter uns ist und sagt, ich bin da, ich bin mit dir und ich kämpfe für dich und es gibt nichts, was dich zerstören kann, wenn du dich auf mich verlässt. Ich will mit uns zusammen beten und, Entschuldigung, und ich möchte uns eine Möglichkeit geben. Es ist kein Zufall, dass du heute hierher gekommen bist. Für viele von euch war es vielleicht ein Kampf, heute hierher zu kommen. Aber ich glaube wirklich, es ist kein Zufall, dass du heute hier bist. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist heute hier ist, um Leben komplett ein für alle Mal zu transformieren und zu verändern. Und er lädt uns ein, auf das Kreuz zu schauen und zu sagen, Jesus, ich möchte es wirklich, die Lieder, die ich singe, wirklich von ganzem Herzen auch so meinen. Wenn ich sage, das Kreuz vor mir, mein altes Leben hinter mir, kein Zurück. Ich gebe mich komplett dir hin. Das ist ein bisschen krass, aber das ist das Christentum und nichts anderes, zu dem uns Gott einlädt. Weil er sagt, hey, komplette Hingabe und ich als König und niemand anders. Und ich will dich heute einladen, wenn du heute hier bist und du merkst in deinem Herzen, ich will heute einen Aufruf für zwei Leute machen. Aber ich will erst mit der ersten Person anfangen, weil es ist mir so wichtig. Es ist mir so wichtig. Wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht. Wenn du heute hier bist und du hast noch nie zu 100% dein ganzes Leben komplett Jesus gegeben. Wenn du heute hier bist und du möchtest eine Entscheidung treffen und merkst, wie der Heilige Geist in deinem Herzen arbeitet. Und wie du ein für alle Mal jeder Sünde, jedem Kompromiss deinen Rücken zukehrst. Und du sagst, ich will heute Buße tun. Und Buße bedeutet, ich möchte die Art und Weise, wie ich denke und wie ich handle, von jetzt an ändern, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Alleine kannst du es nicht, aber durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es möglich. Und du bist heute hier und du sagst, Jesus, ich möchte, dass du jede Kette in meinem Leben zerbrichst und dass du mich zu einer neuen Kreatur machst, wenn das du bist. Ich lade dich einfach ein. Genau jetzt steh auf und komm nach vorne. Wen interessiert es, was irgendjemand von uns denkt? Jesus sagt, wenn ihr mich vor den Menschen bekennen werdet, werde ich euch vor dem Vater bekennen. Und ich weiß, es ist ein bisschen radikal, aber sorry, das ist die Bibel. Okay, nicht meine Worte. Und ich will dich einfach einladen. Das ist eine Einladung, nicht eine Verurteilung, sondern im Gegenteil. Wir werden zelebrieren und feiern über jede Person, die heute Morgen diese Entscheidung treffen wird. Und wir sind eine Familie. Es gibt keine Verurteilung. Deswegen, wenn du merkst in deinem Herzen, dass etwas nicht richtig ist in deinem Herzen und dass du komplett dein ganzes Leben Jesus hingeben musst, genau jetzt, steh auf und renn nach vorne. Komm, 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 komm. Keine Verzögerung. Komm, 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 genau jetzt. Yes, danke schön. Halleluja. Komm mal, lasst uns feiern, das ist Hammer.
Herr liebt dich so sehr. Er liebt dich so sehr. Oh. Come on. Ja, komm, 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 komm. Komm, hier gibt's noch mehr. Hier gibt's noch mehr. Trete einfach heraus. Trete einfach heraus. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Yes. Come on. Yes, yes, yes. Come on. Es gibt noch mehr. Es gibt noch mehr. Ich werde nicht locker lassen, bis jeder, der hier vorne sein muss, hier vorne sein wird. Genau jetzt, trete einfach heraus. Komm, komm, komm. Trete heraus, trete heraus. Und ihr könnt euch rum, dreht euch einfach um, dreht euch um. Genau, schaut einfach auf Jesus, okay? Es geht nicht darum, es geht nicht um irgendwas. Es geht einfach nur zwischen uns und Jesus. Komm, 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 yes. Komm, komm, komm. Wenn du in deinem Herzen merkst, dass du hier vorne sein musst, lass nicht zu, dass irgendeine Kette dich an deinem Stuhl gefesselt hält. Wen interessiert's? Wen interessiert's? Wen interessiert's? Steh auf, tret heraus, genau jetzt. Komm, 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 komm. Halleluja. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Halleluja. Komm mal. Ihr wisst nicht, was gerade passiert. Ich wünschte, ihr könntet in die geistliche Welt schauen. Die Bibel sagt, dass jeder, der diese Entscheidung trifft, tritt vom Tod ins Leben. Tritt von der Dunkelheit ins Licht. Tritt von einem Leben der Gefangenschaft in ein Leben der kompletten Freiheit. Nichts Geringeres.